Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind zur wahrscheinlich größten Schnäppchenjagd im deutschen Teleshopping, unserer 5-Euro-Überraschungsshow. Alle Produkte, die in der nächsten halben Stunde hier auf der Bühne sind, sind für Sie, für diese Sendung, auf 5 Euro herunterreduziert. Und unsere Stammzuschauer, die sitzen schon vor dem Fernseher und warten drauf, was kommt. Ich würde es Ihnen jetzt gern verraten, aber wir zwei wissen wie immer nicht, was auf uns zukommt. Aber wir haben zwei junge Damen, die das Geheimnis lüften. Und das sind Diana und Monika. Und ich bin gespannt, wo heute die Reise hingeht, Carsten. Ich bin auch mal gespannt. Ein mittelgroßes Kartönchen in Rot. Schön. Guten Abend. Hallo. 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 So, sind wir mittelschwer. Oh, was ist das denn? Das ist etwas für Zelter, für Camper, für Wohnwagen- oder Wohnmobilbesitzer. Also erstmal ist es eine wunderbare Lampe, wie ich hier lese, die hat ja sogar Gewinde. Dimmbar ist. Also batteriebetrieben, überall einzusetzen und in drei Helligkeitsstufen. Wie hast du das denn gemacht? Achso, warte, hier an der Seite. Ah. Hier, Knopfchen. So, jetzt müsste aber irgendwo noch ein Schalter sein, ja, weil das ist auch ein Insektenvernichter. Ah. Und da sehen wir das. Jetzt hier. Okay. Ein kleines UV-Licht. Das ist ja praktisch hier. Diese Hochspannungssignal. Oh, guck mal, wie süß. Also ich kann mir das auch vorstellen, wenn im Wohnwagen oder im Zelt drin irgend so eine Stechmücke ist, die kann dich in den Wahnsinn treiben, oder? Stimmt, ja. Ich habe schon so manche Schlacht geschlagen in diesem Frühjahr. Warst du schon mal zelten? Oh, oder, ja. Oder campen? Zelten, campen? Zelten. Zelten. Mhm. Und wenn da so ein, war da auch so eine Stechmücke drin? Ja, da waren sehr viele Tiere drin. Und ich glaube, da wäre es ganz gut, wenn man sich Mücke das in die Mücke das kleinste hängt. Problem. Ja. Das stimmt. Ja, Camping ist immer ein kleines Abenteuer, nicht wahr? Also schön. Gerade jetzt im Zelt, du hängst das oben auf, du hast die Leuchten, wenn du sie brauchst. Die Lampen sind sehr robust, falls mal was runterfällt, das haben wir jetzt gesehen. Und die Insekten werden hier eben auch angelockt und dann mit einem kurzen Geräusch eben vernichtet. Wohnwagen, Wohnmobil, Zelt, ja. Auch mal mitnehmen in die Ferienwohnung, könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich finde ja allein die Variante mit der Birne zum Aufhängen quasi, um es jetzt mal so ein bisschen altertümlich zu formulieren, finde ich schon großartig. Ja? Also ich meine, da hast du immer mal irgendwo zur Not im Kabelbinder oder im Stück Kordel oder sonst irgendwas, hast du an jedem Zeltgestänge der Welt, wupp, mal eine vernünftige Beleuchtung und das eben auch noch in verschiedenen Helligkeitsstufen. Ich meine, ob ich das jetzt im Zelt anmachen würde, weiß ich nicht, das ist Blinklicht. Ja, aber dass du auf jeden Fall schon mal zwei verschiedene Helligkeitsstufen hast. Aber dass hier also auch noch dieser Mückenvernichter mit drin ist natürlich genial. Ja, für den Partyabend im Zelt. Absolut. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie groß dein Zelt war und was das für eine Party war, aber warum nicht? Ich hatte es Monitor. Party! Also ich sehe das jetzt eher als so Pannenlicht. Wenn du fährst ja mit dem Auto zum Campen, zum Zelten. Ja. Und wenn du jetzt mal eine Autopanne hättest, könntest du das einsetzen zusätzlich zum Warndreieck. Aber diese Insektenvernichtungsaktion, die finde ich klasse. Und das Ganze ist natürlich ohne chemische Wirkstoffe, hygienisch und geruchsarm, cool, so steht es hier. Batteriebetrieb daher überall zu betreiben. Und also für 5 Euro, wenn Sie zelten oder campen gehen mit dem Wohnmobil, mit dem Wohnwagen, machen Sie das in den Wohnwagen rein. Dann werden Sie nicht geplagt von diesen kleinen Plagegeistern. Und das ist schon mal unglaublich viel wert. Ich glaube, wir wissen alle, wie lästig eine einzige Mücke sein kann. Gerade jetzt so in einem Zelt, ich meine, man sagt ja immer so ein relativ kleiner Raum, aber trotzdem, bis du die Biester hast, ist die halbe Nacht hier rum und vor allem bist du wieder hellwach. Also das ist wirklich so ein Ding, das will keiner haben. Kenne ich gar nicht den Artikel jetzt hier, aber sowas mal für 5 Euro, allein mal so als unabhängige Lampe, ohne Stromversorgung, ohne alles, einfach nur eine Batterie rein, zack, hast du eine vernünftige Lampe, die du überall aufhängen kannst, spitze. Und das eben auch noch mit dem Insektenvernichter. Cool gemacht. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. Die NX7686 und die 569 am Ende. Die bitte nie vergessen. Nur damit bekommen Sie diesen fantastischen Kebau-Sonderpreis. Und ich würde sagen, es geht weiter. Ich habe Diana bis hierher schon lachen gehört. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. Was war so lustig? Ich bin gespannt. Bitte schön. So, danke, Monika. Achtung. Möchtest du mit mir auspacken? Ja, ich glaube, ich mache den Deckel hoch. Ein kleineres Kartönchen. Und du nimmst es. Oh, ich meine, ich weiß, was das ist. Ist das dieser Handyaufsteller? Ich glaube, ja. Handy- und Tablet-Aufsteller. Ah, die sind großartig. Und so klein und so kompakt, finde ich. Jetzt alleine schon zusammengefaltet. Ja, das stimmt. Aber wir kennen das ja, glaube ich, alle, dass wir hier und da mal einfach mal so ein Video schauen wollen. Instagram, Facebook oder wie, oder YouTube oder sowas alles, ja. Mhm. Und dann möchtest du das Telefon nicht die ganze Zeit in der Hand halten, wird ja der Arm lahm. Dann baust du ganz einfach hier den Ständer auf und das ist werkzeugfrei zu machen. Zack, zack, ist er kurz einsatzbereit. Zack, zack. In der Höhe auch noch flexibel.
Ja, ich schaue immer gerne Videos beim Essen und ich suche mir dann immer irgendwas, wo ich es gegenstelle, aber meistens flutscht es dann immer wieder runter. Ne? Ja. Ja. So gegen eine Tasse stellen, das kennt ihr. Je leer die Tasse wird, desto mehr rutscht es dann weg. Ja? Und du kannst ja keinen Kaffee trinken, weil das Handy davor ist. Also hier ist jetzt ein Tablet oder ein Handy simuliert und Sie sehen, ich kann das natürlich einstellen, wie ich möchte, auch im Neigungswinkel und auch in der Höhe für Handy oder Tablet. Ja? Also ich finde das sehr, sehr praktisch. Ja, ich finde den vor allem sehr schön, weil er sehr hochwertig gemacht ist. Mhm. Entweder längs oder quer, wie gesagt, beim Tablet passt es auch, aber er ist eben sehr hochwertig gemacht, ist aus Metall. Wenn ich es richtig im Kopf habe, robust und standfest steht hier, Material steht gar nichts dabei, aber ich glaube, er ist äußerst widerstandsfähig und ich finde den ganz, ganz toll gemacht, natürlich auch gepolstert, dass also das Handy oder das Tablet oder auch mal das E-Book oder was, wenn man einen schönen E-Book-Reader hat oder sowas nicht verkratzen kann, den hast du mal eben schnell in der Tasche mit dabei. Ja, eben weil es so klein ist. Haben Sie das gesehen, wie klein der zusammenfaltbar ist? Ich mache das nochmal, indem wir es einfach hier runter machen. Und jetzt schauen Sie mal, hier, so, in diese Größe. Das kann man wirklich überall hin mitnehmen. Das ist problemlos und dann hat man es auch ganz schnell wieder aufgebaut, aufklappen, in den richtigen Winkel gesteckt. Also ich könnte mir das auch vorstellen, gar nicht so mitnehmen, sondern zu Hause auf dem Schreibtisch. Weil guck mal, hier unten hast du ja auch die Aussparung. Du kannst auch mit dem Ladekabel rein. Du kannst es also nicht nur im Liegen laden, sondern stellst es hier rein, dein Handy, und kannst es gleichzeitig laden und hast es trotzdem im Blick. Ja. Du kannst das auch auf einem Wand hängen. Guck mal. An die Wand? Ja. Ach, hier, mit den Aufhängern? Ja. Und das dann ist so. Cool. Und das geht auch. In der Küche wäre das interessant, oder? Stimmt. Ja. Zum Kochen. Das ist eine richtig coole Idee. Kochst du? Ja. Ja, was kochst du am liebsten oder was isst du am liebsten? Am liebsten esse ich Spaghetti Bolognese. Die Bolognese-Soße fertig oder selber gemacht? Ja, wenn ich Zeit habe, selber, ansonsten auch manchmal fertig. Wann lädst du uns zum Essen ein? Wie heute, ne? Heute. Heute? Ja. Spontan, also immer gleich, gut. Also ich meine, gut, okay. Dann gehen wir heute Abend Spaghetti schauen essen. Schauen wir nochmal. Also ich find das sehr, sehr gut. Das ist schon fest, ne? Ein ganz klares Vielleicht. Die Andrea übrigens aus Bad Essen hat sich auch für diesen Artikel entschieden. Tolles Produkt, meint sie. Einfache Handhabe, sehr gute Verarbeitung und ausgesprochen hilfreich. Damit hat sie vollkommen recht. Sie dürfen hier übrigens gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Das heißt also auch andere in der Familie noch glücklich machen oder einer für zu Hause, einer fürs Büro. Das kann man immer gebrauchen. Das ist so ein Universalartikel. Und das eben mit der ZX7082 und die 569. ZX7082 und die 569. Ich glaube, jeder, der ein Handy oder ein Tablet-Computer hat, braucht gelegentlich mal so einen Aufsteller. Finde ich ausgesprochen praktisch und für 5 Euro in der Qualität nehme ich so einen Schnapper mit. Ja, und es erleichtert vieles. Und auch gerade jetzt haben wir es ohne Stromanschluss, aber auch ein Tablet kannst du, während du es benutzt, so laden. Ja. Normalerweise liegt es ja immer flach da. Richtig. So hast du es trotzdem immer im Blick und kannst es weiter benutzen. Also ich finde diesen Artikel wirklich herausragend gut und vor allem vom Preis her. 5 Euro, da kann man wieder mal ohne schlechtes Gewissen behaupten, das gibt es wohl nirgendwo günstiger als in der 5 Euro Überraschungsshow. Ja. Ja. Und hier noch der Hinweis, Sie dürfen auch jeden einzelnen Artikel, den wir Ihnen zeigen, wenn wir nichts anderes sagen, bis zu 5-mal bestellt. Dann geht's weiter in der Schnäppchenjagd. Chaka. Also der Handy-Tablet-Schäfer, den fand ich schon mal wieder sehr, sehr gut. Schöner Einstieg, definitiv. Ein gelbes Kartönchen, wieder Mitte groß. Dankeschön. Ein bisschen größer als leicht. Ein bisschen größer als rot, ja. Lass mal gucken. Mit einer Tasche darin. Was ist das für eine Tasche? Das ist eine. Warte mal. Eine Tasche, eine. Kenne ich jetzt auch nicht. Bauchtasche. Nee, das ist für Bier. Andersrum. So rum? Ne, Diana hat es gerade falsch rum, glaube ich. Das kenne ich so als weil ich gucke, so fällt es Bier raus. So fällt es Bier raus. Haben wir kein Bier? Also, es ist eine Gürteltasche mit 4 Getränkehaltern, wo du also Getränkedosen oder Flaschen reinmachen kannst, aber natürlich Gürteltasche, das heißt Geldbeutel beim Wandern oder vielleicht auch Schlüssel oder Handy. Das bekommst ist für deinen Urlaub. Im Reis. Ja, ich fliege nach Mallorca und ich brauche ein Bier. Da bräuchtest du aber einen mit 20 Getränkehaltern für Malle, oder? Nee, Malle ist doch jetzt edel geworden. Guck mal, du bekommst sogar. Was ist für... Ich bin mal gespannt. Oh, opala. Das kenne ich so als Werkzeuggürtel, so für Hammer und Zange Weizen? Und so was alles. Nein, ich liebe Weizenbier. Moment. Jetzt machen wir es mal fest. Genau, man kann da Größe natürlich einstellen. Oh, und Heinz aus Steyr schreibt uns lustiges und praktisches Gadget beim Grillen. Kannst du bitte hier halten so? Achtung, ich halte. Ja. So, Achtung, Moment. Und jetzt das Bier rein. So. Jawohl. Da muss ja irgendwo ein Boden sein. Jawohl, da ist ein Boden drin. Guck mal, ich bin Traumfrau jetzt. Ja, und du hast deine Hände noch frei. In Mallorca. So.
C. Und du denkst dann, dass ich festhalte und hier. Und hier ein bisschen Platz für Geld. Ja. Brauche ich für Geld? Geld. Ja. Weil ich sehe so aus, ich brauche kein Geld mehr. Das ist für einen Junggesellenabschied richtig strategisch. Da waren wir doch erst unterwegs. Bis zu 5 Mal dürfen Sie auch zugreifen hier. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, ich finde das auch bei einer Wanderung sehr, sehr treffend, weil das muss ja kein Bier sein, das kann auch mal ein Saftgetränk sein oder Wasser, aber dann hast du die Getränke am Gürtel und dein Schlüssel, dein Handy hast du auch nicht in der Hand oder in der Hosentasche, sondern vorne gesichert in dem Reißverschlussfach. Und Hedwig aus Mecklenberg schreibt, mir gefiel die Idee einfach, ein kleines originelles Geschenk für Freunde da zu haben. Man braucht ja nicht nur Bier in den Gürtel zu transportieren, es gibt auch andere Getränke. Die Bestellnummer hier für unsere Gürteltasche mit den 4 Getränkehaltern ist die NX9561 und die 569. Also da bin ich mir sicher, gerade jetzt, Carsten, weil ja die Wandersaison eigentlich jetzt erst losgeht, bin ich mir sicher, dass die Nachfrage riesengroß sein wird. Und so eine Wandergruppe mal ausgestattet mit so vielen Bier, das ist natürlich herausragend. Kenne ich auch nicht diesen Artikel, finde ich ganz hervorragend. Aber jetzt hätte ich das eher für den Haus gebraucht. Beim Grillen oder sowas alles hast du mal so ein bisschen Platz. Das hat uns Herr Heinz geschrieben. Ja, finde ich cool. Also richtig cool und vor allem schön robust. So ein Nylon-Material. Ja, also schöner Artikel. Das war so ein Gag, den nimmst du mal für 5 Euro. Jetzt haben wir einen Preis verloren. Und das heißt, hier haben wir einen Artikel, der extrem heruntergesetzt ist. Und deshalb für Sie die Eingrenzung maximal ein Stück pro Besteller. Egal, was da jetzt rauskommt. Wir schauen gemeinsam. Ich halte von jetzt kommt ein. Oh, das ist cool. Oha, da bin ich immer wieder überrascht, dass so ein Artikel in der 5-Euro-Überraschungsshow landet. Gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo doch viele andere ganz gerne mal bei Saisonartikeln dann doch eher ein paar Euro mehr verlangen. Wir wissen, vielerorts wird es kostspieliger. Und gerade bei solchen Artikeln, wenn jetzt die große Hitze einsetzt, dann hat man hier mal einen sehr schönen 3-in-1 Tischventilator. Und ich sehe kein einziges Kabel. Heißt, der ist akkubetrieben. Ne? Richtig, also nicht Batterie, akkubetrieben. Wir haben gleichzeitig hier vorne noch eine kleine Lampe. Ja, damit kann ich mir den Weg leuchten. Da haben wir es, da ist die Lampe vorne. Und was ich jetzt sehe, hier unten ist ein USB-Anschluss. Und das heißt, wir haben hier auch Notstrom fürs Handy. Also auch im Notfall als Powerbank tatsächlich, zu verwenden. Aber der Ventilator allein für 5 Euro ist der Wahnsinn. Ja? So mal eben zum Hinstellen, wenn du am Computer arbeitest oder die Schüler, Studenten und so weiter, die jetzt hier auf die nächste Prüfung hinarbeiten, die müssen auch bei 28, 30 Grad Umgebungstemperatur, müssen die auch da sitzen und einen kühlen Kopf bewahren. Oder abends beim Kochen, man kennt das, ja. Wenn es mal so richtig heiß ist draußen, dann möchtest du dich auch nicht unbedingt an den Herd stellen. Da bist du froh um jeden Luftzug. Kann man sowas ganz hervorragend gebrauchen. Ist einstellbar in 3 verschiedenen Stufen. Das heißt Low, Middle, High. Ist alles mit dabei, was man haben möchte. 2 Gummifüße, schont also auch die Abstellfläche, wo du es hinstellst. Also alles in allem ein gelungener Artikel, finde ich. Ja, und jetzt gerade kurz bevor die richtige Hitze losgeht, also auch der richtige Zeitpunkt, das können wir sagen. Und meine Kollegen können das bestätigen. Ich habe jeden Sommer neben meinem Schreibtisch einen kleinen Ventilator stehen in der Größe. Nein, ich habe einen, der ist mit Direktkabel betrieben, USB. Aber da habe ich immer ein Problem. Am Laptop sind zu wenig USB-Steckplätze. Hier musst du gar nicht drüber nachdenken, weil man könnte ihn natürlich auch direkt betreiben, aber wenn man halt jetzt keinen USB-Stecker hat, man kann den überall hin mitnehmen und hinstellen oder auch im Homeoffice zum Beispiel, da könnten auch mal die Köpfe rauchen, auch sich damit abkühlen. Und was auch noch schön ist, wenn Sie dann an See gehen, können Sie sich auch ein laues Lüftchen mitnehmen. Nun, wir sehen, der ist richtig leistungsstark. Ja, wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Wie fühlt es sich an? Fühlt sich super an. Schön angenehm frisch. Ja. Auch wenn wir jetzt heute noch nicht die Hochsommertemperaturen haben, wenn man den Experten glauben darf, haben wir davon noch genügend Tage dieses Jahr. Ja. Und dann ist sowas Gold wert. Ich könnte mir auch gut vorstellen, man nimmt das mit ins Stadion. Ich bin ja Fußballfan. Und dann sitzt du auf der Haupttribüne oder auf einer Tribüne mit 35, 40 Grad und hältst dir den einfach mal so ein bisschen ins Gesicht. Ich glaube, da kannst du sowas auch für 20, 30 Euro verkaufen an den Nachbarn. Mit Sicherheit, da wächst du Begehrlichkeiten. Diesen kleinen Ventilator sollte man im Auto, Wohnmobil oder Caravan immer dabei haben, sagt uns die Maria aus Felbert. Und der Heinz aus Rottgau schreibt uns, der Ventilator ist sehr praktisch, da man ihn überall mitnehmen kann. Und wenn das Handy Strom braucht, hat man eine Powerbank dabei. Gut fürs Campen. Mhm. Ja, recht hat er. Also das finde ich auch nochmal klasse hier, dass du den Akku also auch nochmal zweckentfremden kannst, um hier dein Handy mal schnell aufzuladen. Manchmal hat man es ja, da fehlen so ein paar Prozent, um ein Telefonat zu führen oder was. Jetzt hast du hier
alle Freiheiten, die du haben möchtest. So, und da sehen wir pearl.de, regulärer Preis 12 Euro für Sie hier und heute im Preisalarm, ganz wichtig, 5 Euro. Das heißt natürlich nochmal maximal einen dieser Ventilatoren oder 3-in-1 Ventilatoren pro Besteller. Ja, mit der NC3917 und der 569. NC3917 und der 569 bis zu 6 Stunden über den Akku hier. Wow. Und wir machen weiter. Und den nächsten Artikel dürfen Sie wieder bis zu 5 Mal bestellen. Ja. Ja, also auch hier wieder die normale Regelung, die gilt nur nicht beim Preisalarm, da maximal ein Stück. So, wie geht's weiter? Super mit einem kompakt. USB. Oh ja. Super praktisch. Wow. Der ist aber schön. Ah, ja. Apropos, du hast gesagt, du hast keinen Platz für deinen Ventilator. Wenn man zu wenig hat, genau. Das ist natürlich. Ja. Wie viele Hubs sind das? Wie viele Anschlüsse? 4. 4, genau. Man sieht erst auf den ersten Moment erstmal 3, aber an der Kopfseite. Hier, da ist noch einer. Hier. Oder an der Stirnseite ist noch einer. 1, 2, 3, 4. So, man kennt das Problem, glaube ich, bei jedem Laptop. Ein Laptop hat, glaube ich, maximal 2, lasse 3 sein. Mhm. Ja, dann hast du einen für den Dongle für deine Funkmaus, dann brauchst du nochmal einen zweiten für den Drucker, einen dritten vielleicht mal für eine externe Festplatte. Und jetzt stehst du mit dem Ventilator da und hast einfach keinen Anschluss mehr. Ja, und da macht es natürlich Sinn, wenn man hier quasi nochmal so ein Adapterstärkerli nimmt und dann zum Beispiel nochmal aus einem USB-Anschluss insgesamt dann eben 4 USB-Anschlüsse macht. Und ich finde den sehr klein, schlank, kompakt, fühlt sich sehr gut an, ist gut verarbeitet, schöne kurze Zuleitung hier, also richtig cooler Artikel. Sieht auch gut aus, das muss man sagen. Und hier, das, was du gerade gesagt hast, bestätigt eigentlich André aus Norden. Er schreibt uns sehr praktisch diese zusätzlichen USB-Anschlüsse. Mit denen am Laptop komme ich nämlich nicht aus. Aber so brauche ich nicht immer umstöpseln und muss nicht überlegen, was ich jetzt brauche und was nicht. Das ist natürlich der Fall, weil hier hast du genügend, aus einem macht 4 USB-Steckplätze. Ja, ja. Also richtig schönes Teil hier, gefällt mir sehr gut. 3, 4. Ja. Super. Auch schön angeordnet, finde ich. Die 3 Stück auf der oberen Seite und mal einen noch cool an der Seite. Aus, ne? Sieht sehr schön aus. Kompakt. Das sind auch mal so schöne Geschenke. Also Sie werden mit Sicherheit im Bekannten-, Freundes- oder auf Verwandtenkreis immer mal so die typischen Jungs und Mädels haben, die gerne mal im Laptop unterwegs sind, aus beruflicher Sicht oder eben auch mal so zwischendurch. Da kann man sowas immer mal hervorragend verschenken. Das ist immer mal eine Kleinigkeit in der Hand. Mhm. Und ich glaube, für 5 Euro bei so einem Artikel vergibt man sich nichts. Ich möchte wetten, auch so ein Artikel liegt im freien Handel mit Sicherheit so bei 12 bis 15 Euro. Ja, hätte ich jetzt auch getippt, so mindestens 10 Euro. Hier steht noch ein wichtiger Satz. Der schlanke und leichte Hub nimmt in der Notebook-Tasche kaum Platz weg. Das Richtig. Ist auch, der ist wirklich klein und handlich, passt überall hin, den kann man überall hin mitnehmen und hat dann eben genügend Steckplätze. Hier schreibt uns zum Beispiel auch Vanessa aus Itzstein, gut geeignet für kleine Tablets mit wenig USB-Steckplätzen, für unterwegs besonders gut, da es klein, leicht und kompakt ist. Klein, leicht und kompakt und leicht und klein auch im Preis. Die Bestellnummer ist die PX1970 und die 569 und der Preis, ich glaube, den brauchen wir nicht erwähnen, wir sind in der 5 Euro. Überraschungsshow, also ein 4-fach-USB-Hub für 5 Euro. Und du sagst es auch immer wieder, so Steckerlösungen, Adapterlösungen, Hubs, die bekommt man wohl nirgends günstiger als bei uns in der 5-Euro-Überraschungsshow. Alles okay mit deinen Schuhen? Alles gut, ich bin in den Regen gelaufen. Ah, okay. Ja, ja. Aber gerade diese Adapterstecker, da sind wir bei Pearl ganz besonders gut dabei. Und es sind auch viele Adapterstecker dabei, die ich jetzt so im Einzelhandel, ehrlich gesagt, auch nirgendwo gesehen habe. Zumindest nicht so bei den üblichen Verdächtigen. Manchmal musst du da also wirklich schon fast in ein Fachgeschäft oder an anderer Stelle lange suchen. Hier bei uns bekommst du die also auch nochmal zum richtig günstigen Preis. Was haben wir jetzt hier? Was lese ich hier? LED-Glasbaustein. Oh, ich glaube, ich weiß. Der ist aber schön. Für 5 Euro. Also erstmal ist es richtig schwer. Ja, aber ich meine, das ist jetzt etwas, was du auch gerne in Parkplätze, an Parkplätze als Verzierung bzw. als Begrenzung machen kannst. Ja. Du kennst diese Parkplätze, die mit Pflasterstein gebaut sind und dann ist immer mal wieder in einer anderen Farbe so ein kleiner Pflasterstein. Ja. Und die tauschst du jetzt aus mit diesen Glaspflastersteinen, denke ich jetzt mal, dass das geht. Ja, da sehen wir es, guck mal. Und jetzt hast du plötzlich eine Markierung, zum Beispiel auch den Einparkstreifen. Ja? Na, da machst du 2, 3 von denen und dann hast und du das schon... Und das mit Solarpanelen, ne? Ich denke mal, müsste sein, Carsten, oder? Solar, ich guck mal hier. Solar, tatsächlich. Solar RGB LED Glasbaustein mit Dämmerungssensor geht also automatisch dann an und ist natürlich auch Spritzwasser geschützt. Nach IP44 und hochwertiges Design aus Glas, deswegen also auch das Gewicht. Ich meine, klar, wenn der irgendwo jetzt als Begrenzungsstein oder sowas zu finden ist, wenn er da mit dem Auto drüber fährt, sollte der ein bisschen was aushalten.
Sehr, sehr schön gemacht. Oder wenn man einen Gartenteich hat, einfach so um den. Ja, ja. Oder ja. Auch da könntest du es auch ein bisschen einbuddeln, da hast du absolut recht. Oder auch vielleicht ein Stück rausstehen lassen. Aber als erstes würde ich sagen, wirklich als Parkplatzbegrenzer und Beleuchter. Ja. Also wie viel brauchst du? 4 Stück? Ja, also ja, 4-5 Stück würde ich schon sagen dann. Ja. Aber also bis zu 5-mal dürfen die hier auch zugreifen. Mhm. Ja. Ganz ehrlich, ich finde den so schön, den würde ich auch als Deko-Element irgendwo hinstellen. Den finde ich, find ich zum Einbuddeln fast zu schade. Ja, ich denke, man kann ja nur die Grundfunktion erklären, was man dann letztendlich damit macht. Ja. Ist egal. Also dafür ist er tatsächlich gedacht. Also kein Kabel, keine Stromkosten, gar nichts. Wie viele Farben haben wir hier? Rot, Grün und Blau. Cool. Farbwechsel-LED. Ja, durch die Wechsel geht es natürlich auch ins Lila rein. Die Mischfarben sind natürlich auch dabei. Deshalb frage ich. Also man sieht das hier wirklich wunderbar. Ich hoffe, das kommt einigermaßen bei Ihnen rüber. Was nicht rüberkommt, ist das Gewicht. Das ist wirklich schwer. Das ist massives, dickes Glas. Ja. Das ist hohe Qualität, das kann man sagen. Solarpanel natürlich und Dämmerungssensor spricht für sich. Und 5 Euro, ich meine, der Preis spricht natürlich auch für sich. Vielleicht auch nur als Grundstücksbegrenzung. Man muss ja keinen Parkplatz einzeichnen, sondern es gibt ja oftmals diese Grenzsteine. Und da setze ich das nebendran. Ja. Ja. Da weiß ich, hier ist mein Grundstück. So, das ist meins. Und das ist deins. Ich könnte mir das natürlich auch gut vorstellen an so Gartenwegen, dass du das dort reinmachst, um praktisch den nachts auch den Weg im Garten ein bisschen zu kennzeichnen. Ja. Also als Beleuchtungselement für den Außenbereich wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und das weiß auch unser Kunde aus Grünberg. Ich lebe in einer Kellerwohnung und habe die LED-Glasbausteine vor meinem Eingang platziert. Die Steine leuchten auch bei wenig Sonne stundenlang. Bis zu 8 Stunden bei vollgeladenem Akku. Das passiert hier eben über das eingebaute Solarpanel, das heißt, du brauchst keinen Stromanschluss, musst keine Kabel verlegen, gar nichts. Suchst dir ein schönes Plätzchen, stellst den hin oder lässt ihn ein in den Boden und dann sieht das ungefähr so aus, wie wir es Ihnen hier zeigen. Man kann hier ebenfalls gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen, das heißt, da kann man sich wirklich mal eine schöne Solarglasbaustein-Strecke hinlegen und zu haben ist er mit der NX5917 und der 569. NX5917 und die 569, das sieht schon spacig aus. Ne? Ja, und das ist so richtig massiv. Also, Sie haben es jetzt leider nicht in der Hand gehabt, aber glauben Sie uns das? Das ist wirklich, wirklich sehr starkes, stabiles Glas, das da außen rum ist. Das ist deshalb umso mehr verwunderlich, dass so eine Lampe nur 5 Euro kostet. Lass uns weitermachen. Tschakka. Machst du Buzzern? Und wir haben. Vielen Dank. Bitte schön. Oh, jetzt war es schwer. Schon wieder das, schwer. Nee, das andere war nicht schwer, aber das ist schwer. Mhm. Der Stein eben war schwer, aber den habe ich ja gar nicht in der Hand gehabt. Jawohl. So. Zivilisiert essen und das, obwohl man unterwegs ist. Ist gar nicht so einfach. Man neigt ja immer dazu, gerade unterwegs vielleicht dann ganz gerne mal so Fingerfood zu greifen. Es gibt einen Grund, warum man das so nennt. Jetzt hat man mal ein vernünftiges Edelstahlbesteck ganz einfach mal dabei. Und das mit Messer, Gabel, Löffel. Kleiner Löffel sehe ich hier noch. Also das ist wirklich Spitzenklasse hier. Leicht auseinanderzunehmen. Also pass auf, es ist ein 9-in-1 Campinggeschirr. Also Messergabel hast du genannt, klar. Ja. Löffel, Kaffeelöffel, Dösenöffner, Flaschenöffner, Korkenzieher, Spatel, Aale und einen Haken. Also ich finde das schön. Und vor allem, weil es in einem Teil ist. Man nimmt es ja nur auseinander, wenn man zwei Messer und Gabel oder Gabel und Löffel braucht. Ja. Also das ist natürlich sehr komfortabel. Hier ein kleiner Espresso-Löffel. Ist sogar ein kleiner Spatel mit dabei. Was ist Spatel? Ich glaube, so für was? Für Eis, oder? Eis? Eis, na klar. Also würde ich jetzt sagen, so ein kleiner Eislöffel. Ach, guck mal, Flascheöffner, das ist wichtig. Das ist wichtig, ja. Ja. Mhm. Ja. Hast du einmal, den Gürtel, den wir eben hatten? Einmal, wir waren bei Ralf und wir könnten keinen Flascheöffner öffnen. Und diese Pulle, ich muss wegschmeißen, weil das war total mit Rotwein. Man muss dazu sagen, Diana hat dann gemeint, den Korken reindrücken zu müssen bei Rotwein. Es hat auch geklappt, aber der halbe Rotwein war einfach über ihrem Oberteil verteilt. Aber hier, das ist im Prinzip ein Teil, wenn es zusammengebaut ist. Ja? Und jetzt muss man überlegen, beim Camping hast du sowieso immer Platzmangel. Und wenn du jetzt so ein neunteiliges Geschirr mitnehmen wolltest, und das, lieber Himmel. Dann ist der Campingwagen voll oder der Rucksack. Das hier ist einfach zu transportieren und mit Sicherheit sehr zweckmäßig für Camping. Finde ich auch mal für Bauarbeiter oder was. Oder wenn du im Außenbereich unterwegs bist und möchtest, kannst du einfach mal festbar machen, gell? Wenn du mal eine kleine Pause machst, dann musst du das jetzt nicht unbedingt mit einem Plastikgeschirr oder sowas machen. Mhm. Ist A, nicht gut für die Umwelt und B, glaube ich, sind wir uns einig, mit so einem Plastiklöffel und so weiter schmeckt das nicht. Zwiebeln ist super. Von mir? Zwiebeln,
Aber heiß. Ich sage Ihnen, solange die zwei sich verköstigen, die Bestellnummer ist die 69 und die 569. Ein Allrounder, was Campingbestell angeht. Deswegen. Also, und günstiger kann es nicht mehr werden. Ist natürlich aus Edelstahl, das heißt absolut rostfrei. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Nicht, dass man nächstes Jahr wieder ein neues kaufen muss, weil es angerostet ist. Nein, das wird bei diesem Taschenmesser, bei diesem Besteck mit Sicherheit nicht passieren. So, ihr habt genug gegessen? Ja. Ganz schön heiß. Ganz schön heiß. Wer jetzt? Diana. Die Suppe. Die Suppe ist heiß. Die Suppe war heiß. Dann lass uns mal zu was Kälterem kommen. Schauen wir mal, was jetzt hier in der Pipeline ist. Jetzt lache ich mich kaputt, wenn da diese Permanent-Eiswürfel drin sind. Du meinst, weil es kälter wird? Ja, ja. Zum Abkühlen. Also. Aber das würde man jetzt schon hören. Nein, das ist zu leicht. Zu leicht. Das ist, wem die Stunde schlägt. Oha. Oh. Ah, das ist dieser Würfel, den du auf die Seite drehen kannst. Nein. Und dann Zeit. Doch, du kannst hier Zeiten einstellen. Schau mal, hier steht 60, 30 Minuten, 10 Minuten, 3 Minuten. Und dementsprechend, was oben ist, hast du den Timer eingestellt. Und der läuft dann runter. Du musst, glaube ich, nur noch Start drücken und dann geht's los. Oder geht's automatisch durch? Ne, hinten ist ein Startknopf. Moment, gucken wir mal, ob wir es hinhaben. Du hast sie. Warte mal, jetzt habe ich es, glaube ich. Ach, jetzt. Einfach hinten einschalten. Schauen Sie mal, jetzt steht es auf, ich hoffe, Sie sehen das, 3 Minuten, ja? Ja. Weil hier oben eine 3 ist. Jetzt kann ich aber, ich schalte es mal wieder aus, jetzt sehen wir hier zum Beispiel 30 Minuten. Und jetzt schalte ich es wieder ein und schauen Sie, jetzt kommt 30 Minuten. Ja? Und da hast du nicht dieses lästige Stellen der Uhr. Das funktioniert unglaublich. Mal schauen, ob es im Lauf sich auch umstellt. Oh, wow, 10 Minuten. Guck mal, genau das, was oben steht. Achtung, piep, 3 Minuten. 3 Minuten. Cool. Du, das ist natürlich auch für Spiele toll. Ja. Als Spieleuhr. Ja. Die spielt man ja oftmals nach Zeit, Charade oder sonst was. 3 Minuten, 10 Minuten, 60 Minuten und 30 Minuten können wir hier einstellen. Für den Sport, großartig. Muss ja auch keinen Timer oder sonst was haben im Handy. Tabata. Sport? Ja, ja. Okay, ich stelle es auf 3 Minuten. Das reicht. Na, zum Beispiel Tabata, du musst auch mit. Stell das eine Minute oder so? Nein, 3, 10, 30, 60. Also 3 Minuten, gut. Ne? Kannst du schon. 3 Minuten findest du schon gut? Ich gehe auf 10 Minuten. Ich hätte auf 60 gestellt an deiner Stelle. ZX81, 58 und die 569 für den digitalen Timerwürfel mit 4 Zeiten. Und ich habe sowas noch nie gesehen, dass man das nicht einstellen muss. Normalerweise hast du immer hinten so das Gefummel da an irgendwelchen Knöpfen rum. 10 Knöpfe und weiß nicht wo. Ja, ja, ganz genau. Ja, hier steht es ganz strikt drauf und schauen Sie nochmal, wie einfach es geht. Jetzt ist oben die 10, das heißt 10 Minuten. Ich möchte aber jetzt 30 Minuten. Hinten musst du den kleinen weißen Schalter umlegen und dann geht's. Guck mal, hinten den weißen Schalter. Mhm. Den umlegen und jetzt drehst du einfach die Zahl nach oben, die es nehmen soll. Guck mal, siehst du, jetzt stell's um. Zack. Wahnsinn, oder? 3 Minuten. Zack. Super. Das ist faszinierend, oder? Und wenn du es nicht brauchst, hast du einfach eine schöne, übersichtliche LCD-Uhr. Ja. Das haben wir gesehen. Du schaltest den Timer-Funktion aus und hast dann einfach eine Uhr. Also zum Stoppen drehen Sie die Minutenzahl oder das Display nach unten. Das heißt, du kannst den Counter also auch unterbrechen. Vielleicht so, oder was auf den Kopf stellt. So, ja. Ja, stoppt. Das finde ich jetzt auch toll. Jetzt bleibt stehen, jetzt ist eine Zwischenzeit. Sie sehen das jetzt von oben nicht, aber sobald ich es wieder hinlege, läuft es dort weiter. Geht das weiter? Ja, also auch, wow. Also, ich bin immer mehr begeistert von dieser Uhr. Also, witzig, richtig. Ja. Peppiger Artikel mit visuellem und akustischem Alarm, wenn der Timer abgelaufen ist. 2 Batterien rein, wiegt nicht viel, ja, und hast es jederzeit leicht ablesbar. Also ein schöner Artikel, wie gesagt, habe ich mal irgendwann, glaube ich, mal in einer Sendung mal vorgestellt. Hatten wir nicht mal den Countdown schon? Ja. Kann das sein? Das ist gut möglich. Kommt mir auch. Nein, ich mich wage daran erinnern zu können, dass wir dir mal eine Countdown-Show vorgestellt haben. Aber bestimmt nicht für 5 Euro. Nee. Die Bestellnummer sage ich Ihnen noch, die ZX8158 und die 569, der Preis gerade bei 5 Euro. Und das war sie, unsere 5 Euro Überraschungsshow. Den Würfel finde ich fantastisch. Sie gehen jetzt ans Telefon. Tschüssi.